Zeichne für x Element von minus 4 bis 5 die Gerade g mit y ist gleich minus 0,5x plus 2 in ein Koordinatensystem ein. Diesmal wollen wir das mit Hilfe des grafikfähigen Taschenrechners machen. Dazu müssen wir einfach was Folgendes machen. Wir nehmen den Taschenrechner, gehen auf y ist gleich und geben bei y 1 genau die Geradengleichung ein. Also minus 0,5x plus 2. Danach gehen wir auf Table Settings, das heißt die gelbe Taste und Table, und stellen den Taschenrechner von Auto auf User um. Bestätigen mit Enter, sodass der User blinkt, und klicken noch einmal auf Table. Der Taschenrechner fragt nur nach einem x-Wert. Aus der Aufgabe wissen wir, x darf von minus 4 bis 5 gehen. Also suchen wir uns einen beliebigen Wert für x aus, meinetwegen minus 2. Bestätigen mit Enter und nun gibt uns der Taschenrechner den entsprechenden y-Wert aus. Das hier lässt sich jetzt genau als Punktkoordinaten interpretieren. Meinetwegen ein Punkt P mit den Koordinaten minus 2, 3. Und diesen Punkt tragen wir jetzt in das Koordinatensystem ein. Also minus 2 plus 3 liegt also hier. Wie wir wissen, wir brauchen mindestens zwei Punkte, um eine Gerade zu zeichnen. Also geben wir noch einen weiteren beliebigen x-Wert zwischen minus 4 und 5 ein. Zum Beispiel 2,5. Auch hier gibt der Taschenrechner wieder einen entsprechenden Wert aus, in dem Fall 0,75. Auch diese zwei Werte tragen wir jetzt wieder als Punkt in das Koordinatensystem ein, nämlich 2,5, 0,75. Wir haben zwei Punkte. Durch diese zwei Punkte zeichnen wir jetzt unsere Gerade. Und diese Gerade heißt g. Was noch wichtig ist, hier heißt es, zeichne für x von minus 4 bis 5 die Gerade ein. Also müssen wir auch schauen, dass wir diese Gerade tatsächlich von minus 4 bis 5 mindestens einzeichnen. Wenn es darüber hinausgeht, ist nicht so schlimm, aber kürzer darf sie auf keinen Fall sein.